Frau de Mesmes, vielen Dank für den Empfang hier bei Ihnen in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie haben politische Philosophie in der Universität Dijon und in Paris IV, also Sorbonne, studiert und eine Doktorarbeit über den politischen Liberalismus angesichts der Zukunft der Nationalstaaten verfasst. Und Sie waren im Studienkomitee für die deutsch-französischen Beziehungen am Institut des Relations Internationales in Paris, das ist das IFRI, nicht? Und am Lehrstuhl für Frankreichstudien und Frankophonie der Technischen Universität in Dresden. Das sage ich extra, weil ich immer noch betrübt bin, dass der Lehrstuhl von Ingo Kolbum gestrichen worden ist. Ja, das ist sehr traurig. Mein Freund ist traurig, ich bin traurig und ich habe mehrmals auf dem Blog geschrieben, dass das nicht in Ordnung ist. Sie leiten seit Februar 2009 das Frankreich-Programm der DGAP, der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Was ist das, die Gesellschaft für Auswärtige Politik? Also die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik ist ein Think Tank. Das heißt, dass wir hier Konferenzen, öffentliche Veranstaltungen, aber auch geschlossene Veranstaltungen im Bereich der internationalen Beziehungen organisieren. Vor allem aber machen wir Forschung, und zwar praxisorientierte Forschung. Das heißt, dass mit meinen Kollegen wir versuchen, Empfehlungen an die Politik zu entwickeln in verschiedenen Bereichen. Das kann Weltwirtschaft sein, das kann auch die transatlantischen Beziehungen sein, und ich bin für Frankreich und für die deutsch-französischen Beziehungen zuständig. Also im gewissen Sinne ist es auch Politikberatung, nicht? Genau, die DGAP ist im Grunde genommen im Bereich der Politikberatung tätig. Wie kann man sich das vorstellen? Kommen Abgeordnete zu Ihnen oder Minister und möchten etwas wissen, oder ergreifen Sie die Initiative, gehen Sie auf die zu? Wie funktioniert das? Na, sowohl als auch. Wir schreiben viele Texte, die wir auch online stellen. Das heißt, diese Texte sind für alle zugänglich und auf der Internetseite von der DGAP. Und da findet man diese Empfehlungen. Aber wir organisieren auch viele Treffen mit Bundestagsabgeordneten von allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Wir organisieren Konferenzen auch mit Ministern, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland. Und wir versuchen, diesen Austausch zu fördern. Und wenn unsere Leser auf dem Frankreich-Blog richtig gelesen haben, dann werden sie gleich gesehen haben, dass Frau de Mesmes auch in dem Artikel auch über Orador sur Glane schon in ihren Artikeln geschrieben hat. Denn die bibliografischen Angaben sind auch im Frankreich-Blog schon drauf. Kürzlich haben Sie zusammen mit Martin Koppmann und Julien Torel den Band »Die Konsenswerkstatt« mit dem schönen Untertitel Deutsch-Französische Kommunikations- und Entscheidungsprozesse in Europapolitik in der Reihe Genshagener Schriften bei Nomos herausgegeben. Nach meiner Rezension dieses Bandes darf ich Ihnen dazu einige Fragen stellen. Bei jedem deutsch-französischen Gipfel versprechen sich beide, also Kanzlerin und Präsident, immer wieder eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Das ist eine Art Textbaustein, der in den Kommuniqués der deutsch-französischen Verlautbarung eigentlich nie fehlen darf oder nie fehlt. Wie sieht es jetzt im Augenblick nach der Wahl von Hollande zum Staatspräsidenten um die Realisierung solcher Versprechungen aus? Na, es gibt nach wie vor große Meinungsverschiedenheiten zwischen Deutschland und Frankreich im Bereich der Wirtschaftspolitik, im Bereich der Außenpolitik, ganz klar, aber auch in anderen Bereichen wie Institutionen oder auch Energiepolitik. Aber was zählt, ist, dass in beiden Ländern der Wille da ist, mit dem Partnerland, mit dem Nachbarland zusammenzuarbeiten. Und ich denke, wenn dieser Wille da ist, da kann man auch viele Unterschiede überwinden. Und das war immer schon der Sinn von der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Und ein wichtiger Schritt war im Mai dieses Jahr die Einigung über die Bankenunion. Es waren Spannungen um dieses Thema. Die beiden, Deutschland und Frankreich, haben sich geeinigt. Und seitdem ist auch diese Blockade zum großen Teil auch weg. Aber die Initiative zu dieser Einigung kam hauptsächlich aus Frankreich, oder? Ja, genau. Das war eine Forderung, die Frankreich schon sehr, sehr lange hatte. Und Deutschland hat sich auch da eingelassen. Das war ein Zugeständnis auf deutscher Seite. Und so sieht man auch, wie deutsch-französische Kompromisse funktionieren. Es gibt immer ein Partnerland, das ein bestimmtes Anliegen da hat. Und die beiden Länder versuchen, in der Regel sich anzunähern, und das heißt auch Konzessionen akzeptieren, Zugeständnisse akzeptieren, um
umtragbare Kompromisse entwickeln zu können, die auch für die anderen Partnerländer, und die darf man natürlich nicht vergessen, die auch akzeptierbar sind. Das Wort Kompromisse und Konzession ist auch ganz wichtig. Das wird noch mehrmals in unserem Gespräch vorkommen. Deswegen komme ich eigentlich. Ja, darauf komme ich gleich nochmal. Abgesehen von diesen Gipfelbegegnungen gibt es tatsächlich eine sehr enge Kooperation zwischen beiden Regierungen auf allen Ebenen, also auch auf Ebenen der Ministerien, wie man so schön sagt, auf der Arbeitsebene, worüber die Öffentlichkeit und nur bei bestimmten Anlässen explizit informiert wird. Wie kann man diesen normalen deutsch-französischen Alltag beschreiben? Ja, Sie haben recht. Die Öffentlichkeit sieht in der Regel nur diese Gipfeltreffen. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Im Alltag ist die Kooperation auf allen Ebenen in den Ministerien zwischen Beamten, gibt es eine alltägliche Kommunikation. Die Leute kennen sich, die Leute rufen sich an, arbeiten auch zusammen. Das ist etwas, was man nicht sieht. Aber das ist diese deutsch-französische Maschine. Auch wenn die Politiker nicht auf der gleichen Linie sind, arbeiten die Beamten zusammen. Und also es gibt diese Kommunikation, aber es gibt auch, und das ist ein Schritt weiter, das ist eine Besonderheit der deutsch-französischen Zusammenarbeit, es gibt den Beamtenaustausch, der eine große Rolle spielt. Franzosen schicken Leute nach Berlin und deutsche Beamten gehen nach Paris, arbeiten mit den Kollegen vom Partnerland und daraus entsteht ein Netz. Es entstehen Verbindungen und auch Freundschaften und das hilft auch dann im Alltag, wenn Meinungsverschiedenheiten auftauchen und sie sind immer da. Es hilft, diese Meinungsverschiedenheiten zu bearbeiten und auch zu überwinden. Also die Menschen sind spielen eine extrem wichtige Rolle in der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Kann man sagen, gibt es eine Zahl, wie viele sind das? Sind es 2, 3 Beamte, sind das nur Beamte vom Außenministerium oder wie ist die Zahl einzuschätzen? Es sind ein bisschen mehr. Es sind natürlich nicht 100 Leute, aber in jedem wichtigen Ministerium gibt es einige Austauschbeamten. Und man muss auch sehen, dass diese Leute nach 2, 3 oder 4 Jahren dann zurück in ihr Land gehen, aber sie bleiben immer noch in Kontakt zu dem Partnerland. Also das Jahr für Jahr, dann bildet sich ein richtiges Netzwerk. So wie ich kürzlich im Park von Matignon war und ein Mitarbeiter von Aero mir sagte, hier ist meine Karte. Dann grinste ein bisschen, ich bin deutscher Beamter, aber ich arbeite hier. Ja, das stimmt. In Matignon arbeitet beim Premierminister ein deutscher Diplomat, aber auch im Bundeskanzleramt allerdings arbeitet kein französischer Diplomat. Aber im Auswärtigen Amt hat der Europaminister, Herr Link hat auch einen französischen Mitarbeiter, habe ich auch gehört. Stellvertreter, der aus Frankreich kommt. Das ist ein französischer Diplomat und umgekehrt auf französischer Seite im Außenministerium. Funktioniert dieser Austausch am besten auf der persönlichen Ebene oder spielt er sich in den offiziellen deutsch-französischen Gremien ab? Was ist wichtiger? Sowohl als auch. Also die Institutionen sind wichtig, weil durch die Institutionen sind wir gezwungen, miteinander zu reden. Und das ist auch der Sinn dieser Institutionen. Wir Deutsche und Franzosen, haben wir diese Institutionen Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt geschaffen, um Foren zu entwickeln, die uns zum Austausch verpflichten, sozusagen. Sie meinen damit den deutsch-französischen Kulturrat, also diese Räte, die auf deutsch-französischer Ebene eingerichtet worden sind zum Teil, oder auch die regelmäßigen Treffen nach dem Élysée-Vertrag? Also Institutionen verstehe ich im allgemeinen Sinne. Also es sind natürlich diese bilateralen Räte. Nicht alle sind wichtig oder nicht alle spielen eine große Rolle in dem Entscheidungsprozess im Alltag. Aber Institutionen sind auch zum Beispiel der deutsch-französische Minister, das deutsch-französische Ministertreffen 2-mal im Jahr. Also das ist für mich auch eine Institution.
Institution. Und man könnte was sagen, dass Austauschbeamten eine Art Institution bilden. Es sind natürlich auch Menschen, aber der Austausch ist institutionalisiert. Oft heißt es aus dem Bundeskanzleramt, die Kanzlerin habe sich mit dem Präsidenten abgestimmt, wobei Außenstehende nur ansatzweise vermuten können, wie dieser Abstimmungsprozess gelaufen ist. Das heißt also, auf der Ebene wird das vorher alles vorbereitet, solche Entscheidungen. Ja, das stimmt. Also es sind eben diese Beamten, die sich kennen, die sehr regelmäßig miteinander reden, die sich erstmal abstimmen und die Kompromisse oder Kompromisspakete vorbereiten. Aber oft auch haben die Treffen auf der höchsten Ebene, sprich zwischen der Bundeskanzlerin, dem Bundeskanzler und dem Präsident la République, auch eine entscheidende Rolle. Insbesondere, wenn wir mit einer Krisensituation zu tun haben. Es gibt eine Blockade, man kommt nicht mehr weiter. Und da ist das Wort der beiden Chefs extrem wichtig. Wenn sie sich einigen, das hat man in der Vergangenheit auch immer wieder beobachten können, dann kann man weiterarbeiten. Das Buch Die Konsenswerkstatt, das habe ich ja eben schon hochgehalten, nicht? Und untersucht mit 11 Beiträgen die deutsch-französische Kooperation auf den Feldern der Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik, der Außen- und Sicherheitspolitik, der Energie- und Umweltpolitik und schließlich auch unter diesen Gesichtspunkten die Integration und Vertiefung zwischen beiden Ländern. Bildung und Kultur bleiben außen vor? Bildung und Kultur sind extrem wichtig, vor allem für diese Beziehung, die sehr viel mit eben diesen persönlichen Kontakten arbeitet, auch auf dem Level der Zivilgesellschaft. Das ist eine Besonderheit der deutsch-französischen Zusammenarbeit oder Annäherung seit Jahrzehnten schon, dass wir mit Menschen arbeiten, nicht nur in den Ministerien, sondern auch mit der Bevölkerung. Und das sieht man auch an dem Bild vom Partnerland, das ziemlich oder sogar sehr gut ist und sehr stabil. Aber unser Anliegen in diesem Buch war ein anderes. Wir haben uns mit der Entscheidungsfindung in Bezug auf Europapolitik befasst und Kultur und Bildung ist bis jetzt kein Thema für die Europapolitik, leider. Das ist ein bilaterales Thema und dieses bilaterale Thema können wir in einem anderen nächsten Buch analysieren. Ja, darf ich trotzdem fragen, wird zurzeit auf bilateraler Ebene, zum Beispiel für den Spracherwerb in beiden Ländern, genug getan? Es wird sehr viel getan für den Austausch. Die Sprachpolitik ist natürlich ein Problem seit Jahren schon. Aber ich glaube, das ist nur ein Teil der Frage. Wenn sich die Leute verstehen, wenn Bürger immer noch Lust haben, ins Partnerland zu gehen, das Partnerland zu besichtigen, dort zu bleiben, dort zu studieren. Und das ist auch der Fall zurzeit. Es gibt sehr viele Austauschformate vom DFJW organisiert, aber nicht nur. Es gibt auch diese Erasmus-Aufenthalte, junge Franzosen, die nach Berlin kommen und in Berlin bleiben wollen. Solange das funktioniert, dann mache ich mir auch keine Sorgen. Wobei ich mir natürlich auch wünschen würde, dass man viel mehr in Frankreich Deutsch lernt und umgekehrt. Also Sie haben ja einen germanophonen Premierminister und der müsste ja auch ein bisschen mehr dafür machen. Ja, ich glaube, er ist davon überzeugt, aber diese Sprachpolitik kann nicht nur von oben kommen. In Ihrer Einleitung dieses Buches umreißen Sie den thematischen Rahmen Ihres Buches. Sie schreiben, die Institutionalisierung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich einen Grad erreicht, der in der Geschichte der internationalen Beziehungen einzigartig ist. Darf man das gelegentliche Stottern des deutsch-französischen Motors, wenn in den Medien gesagt wird, der dreht nicht rund und so weiter, ist das nicht eigentlich immer nur ein normales Betriebsgeräusch? Ja, das könnte man so in der Tat formulieren. Also, wohlwollend. Ich bin davon überzeugt, dass diese verschiedenen Ansichten in der Wirtschaftspolitik, in der Außenpolitik, in anderen Bereichen auch den Sinn der deutsch-französischen Zusammenarbeit sind. Würden wir uns von Anfang an einig sein, dann
hätte das auch keinen Sinn, zusammenzuarbeiten. Nur weil wir so unterschiedlich sind, dann müssen wir zusammenarbeiten. Müssen wir zusammenarbeiten wollen. Und also insofern sind diese Konflikte, sind diese Missverständnisse in der Tat Teil von der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Der zweite Satz dieser Einleitung gibt zu verstehen, dass der Wille vorhanden ist, das haben wir am Anfang schon festgestellt, man aber noch ein ganzes Stück vor sich habe. Sie schreiben, Sie, also die Zusammenarbeit, ist Ausdruck des Willens beider Staaten, eine neue Form des Regierungs zu schaffen, die im europäischen Mehrebenensystem zwischen der nationalen und der europäischen Ebene angesiedelt ist. Da muss ich zwei Nachfragen stellen. Was ist das genau, eine neue Form des Regierens? Und was ist ein europäisches Mehrebenensystem? Das müssen wir auch unseren Schülern erklären. Also das europäische System ist so konzipiert, dass man auf verschiedenen Ebenen Entscheidungen trifft. Es gibt natürlich die Ebenen der Nationalstaaten. Es gibt auch Zwischenebenen mit multilateralen Gremien. Das heißt, dass die Mitgliedstaaten, die EU-Mitgliedstaaten zusammen sich regelmäßig begegnen, um Themen zu besprechen. Und es gibt auch, und das ist, das gilt für die deutsch-französische Zusammenarbeit, zwischen diesen Ebenen die bilaterale Ebene. Zwei Länder reden miteinander und versuchen auch Lösungsansätze vorzubereiten, die auch dann den anderen Partnern vorschlagen. In dem Zusammenhang haben Sie in einem Beitrag für die Zeitschrift Internationale Politik, der ist im August dieses Jahres erschienen, sprechen Sie vom Auseinanderdriften des deutsch-französischen Tandems und erklären dies mit einer Fokussierung auf Wirtschaftsthemen als Folge der Wirtschafts- und Sozialkrise. In einem anderen Artikel für den European plädieren Sie dafür, dass man das Gleichgewichtsparadigma zwischen Frankreich und Deutschland aufgibt. Das heißt, man sollte eigentlich mehr auch von einem deutsch-französischen Interesse sprechen. Ja, wir sind noch weit davon entfernt. Es gibt immer noch französische Interessen, deutsche Interessen. Wir haben sehr unterschiedliche politische Kulturen, sehr unterschiedliche strategische Kulturen. Und ich weiß auch nicht, ob beide Länder den Willen haben, dieses Thema gemeinsam zu behandeln. Aber natürlich, es wäre wünschenswert. Man muss auch sehen, dass diese Herangehensweise zu sagen, wir haben verschiedene Interessen und wir versuchen durch Zugeständnisse Kompromisse zu bilden, auch von Vorteil ist, wenn wir mit den EU-Partnern reden. Wenn wir von Anfang an sagen, wir haben eine deutsch-französische Position, die ist so und so, dann stoßen wir auf Ablehnung auf Seite der anderen Partner. Und das ist in der Vergangenheit immer wieder passiert und wir Deutsche und Franzosen müssen auch sehr vorsichtig sein. Wir dürfen nicht den Eindruck vermitteln, dass wir uns behaupten, dass wir was wollen und dass wir das auch durchsetzen werden. Ich finde das hochinteressant, wie Sie es beschreiben. Im Grunde genommen ist es ja eigentlich politische Feinmechanik, nicht? Politische Feinmechanik in dem Sinne, dass wie Deutschland und Frankreich ihren Platz in Europa finden. Wir haben jetzt bei allen Feiern zum deutsch-französischen Jahr immer wieder betont worden, dass man zugunsten Europas eigentlich das deutsch-französische Verhältnis aufbaut. Nicht? Ja, also die deutsch-französische Zusammenarbeit hat auch mehrere Ebenen. Das ist eine Seele, das ist der Wille, unsere schwierige gemeinsame Vergangenheit zu überwinden und in Europa etwas aufzubauen. Aber die deutsch-französische Zusammenarbeit ist auch eine Methode, ganz einfach, eine Methode mit Unterschieden umzugehen und diese Unterschiede zu überwinden. Und das kann manchmal zu einfach klingen. Aber ich glaube, das ist auch im Kern, wie diese bilaterale Zusammenarbeit funktioniert. Sie erwähnen in Ihrem genannten Artikel auch eine wachsende Asymmetrie zwischen Deutschland und Frankreich, die Kontroversen anlässlich der Verhandlungen über den EU-Haushalt 2014-20 oder die Probleme bei der gemeinsamen Klima- und Energiepolitik und
gezeigt haben und damit auch verbunden französische Zweifel, Zitat, ob die deutsche Politik noch Lust auf die deutsch-französischen Beziehungen hat und Frankreich immer noch braucht. Das klingt sehr dramatisch. Ist das auch so dramatisch, wie es klingt? Es sind natürlich Einzelstimmen. Ich will gar nicht meinen, dass die ganze französische Bevölkerung diese Zweifel hat. Aber es gibt in der Tat diese Zweifel und das Gefühl, in Frankreich herabgesetzt zu sein, insbesondere im Laufe der Wirtschafts- und der Schuldenkrise, ist für die Zusammenarbeit Gift. Und wir müssen aufpassen, dass es nicht weitergeht, weil dieses Gefühl führt auch zu Blockaden und führt zu Forderungen, die dann nicht wahrgenommen werden können. Und es ist, wenn dieses Gefühl da ist, dann ist das in der Tat eine Blockade für weitere Schritte in Richtung Europa, in Richtung Kompromisse und ganz einfach in Richtung mehr Integration. In Frankreich versuchen Präsident Hollande und Premierminister Ayrault im Vorfeld bei den anstehenden Reformen Kompromisse mit den Sozialpartnern herbeizuführen. Werden die französischen Reformansätze in Berlin ernst genommen? Und warum sind dies Kompromisse oder Zugeständnisse? Das ist die gleiche Frage. Wenn in Berlin bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit oder in Paris mit einem Investitionsprogramm im Energiebereich entgegenkommt, wie kann man das sehen? Können die Nachbarn also solche Themen nicht auch irgendwie zusammen angehen, ohne ständig vom Kompromiss reden zu müssen? Also ich würde fast sagen, dass eine schließt das zweite nicht aus. Wir gehen zusammen diese Probleme an, aber wir haben verschiedene Ansichten. Wir haben auch mit verschiedenen Situationen zu tun. In Deutschland ist Jugendarbeitslosigkeit zwar ein Problem, aber lange nicht so akut wie in Frankreich. Insofern ist die Analyse der Situation eine ganz andere, aber auch die Instrumente, würde ich mal sagen, also was die öffentlichen Politik angeht, die Instrumente, die Mittel sind traditionell unterschiedlich und wir ticken ganz einfach anders. Und deswegen sind diese Kompromisse wichtig, weil der eine meint, wir werden viel mehr öffentlich investieren werden, um Programme zu entwickeln gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Und der Partner sagt, ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Geld dafür ausgeben, weil Haushaltsdisziplin auch wichtig ist für die nächsten Generationen, für die Zukunft. Und wenn wir uns da zusammenfinden, wenn wir eine gemeinsame Lösung finden, dann ist sie in der Regel gut. Sie hoffen auf eine Neuauflage der Blaesheim-Gespräche von 2000, die aus der Not eingerichtet wurden damals, um eine bilaterale Krise zu überwinden. Ist es heute wieder soweit oder können Sie etwas noch sagen zu den Blaesheim-Gesprächen, welche Funktion die hatten? Also die Blaesheim-Treffen sind ein Format, die nach der Krise von Nizza 2000, also nach dieser Krise 2000 geschaffen worden sind. Und dieses Format gilt, Missverständnisse beiseite zu legen. Ich glaube, es gibt zurzeit viele Missverständnisse. Es gibt auch falsche Erwartungen. Es gibt auch Übertreibungen. Und das ist gut, wenn sich der Präsident de la République, die Bundeskanzlerin und beide Außenminister im kleinen Kreis, ohne die Presse, ohne Berater oder nur mit wenigen Beratern, wenn sie sich treffen und wenn sie ganz offen reden, ohne Agenda, ohne Projekte, nur um sich zu verstehen. In der Vergangenheit hat man gesehen, dass damit viele Missverständnisse einfach vom Tisch weg waren. Und ich glaube, es wäre in der Tat gut, dass wir das nochmal machen würden. Und diese Missverständnisse werden auch zum Teil über die Medien vermittelt. Was passiert in Frankreich mit den Reformen? Was versteht Deutschland unter Haushaltsdisziplin? Was ist die deutsche Energiewende? Wie geht Frankreich mit den erneuerbaren Energien um? All diese Fragen
sind wichtige Fragen, sind zentrale Fragen. Und ich glaube, dass man nur einen Teil der Wirklichkeit wirklich sieht. Und es wäre gut, da ein besseres Verständnis zu haben. Ja. Gerade ist, ich habe das vorhin schon angedeutet, gerade ist in der Reihe DGAP-Analyse, die ich den Lesern nachdrücklich empfehle nochmal, aus Ihrer und Clemens Kobers Feder ein Aufsatz Bilder machen Politik erschienen. Die deutsch-französische Erinnerungskultur braucht neue Symbole, mit dem Sie auch den Besuch von Bundespräsident Gauck in Oradour-sur-Glane einordnen, also kommentieren. Welche Bedeutung hatte dieser Besuch im Rahmen der deutsch-französischen Erinnerungskultur? Also mit meinem Co-Autor sind wir überzeugt, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit immer noch Bilder braucht. Diese Bilder sind wichtig, nicht nur für die Entscheidungsträger, diese Bilder sind auch für die Bürger wichtig, um diese Annäherung zu verkörpern. Ich würde nicht mehr von Versöhnung reden, die Versöhnung haben wir hinter uns, aber von Annäherung. Insofern denke ich, dass dieses sehr bewegende Bild oder diese sehr bewegenden Bilder von Oradour, vom Besuch vom Bundespräsidenten immer noch eine wichtige Rolle spielen und sogar den gleichen Stellenwert wie zum Beispiel das Bild von Kohl und Mitterrand in Verdun, also in Douaumont, haben werden. Oradour in der französischen, im kollektiven Gedächtnis Frankreichs sehr präsent ist. Alle Schüler lernen in der Schule, was in Oradour passiert ist, was das für ein Massaker war. Und die Aufarbeitung ist vorangekommen in den letzten Jahren, aber ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Sie und Herr Kobern mahnen eine neue gemeinsame Symbolik an, die dem Geist der Nachversöhnung entspricht und auch die junge Generation mehr anspricht. Paris hatte einmal einen deutsch-französischen Minister vorgeschlagen. Auf dem Blog habe ich sein ganzes Aufgabenfeld beschrieben, womit man in Berlin überfordert schien. Also heute mehr als die deutsch-französische Brigade, mehr als das deutsch-französische Geschichtsbuch, zum Beispiel auch mehr deutsch-französische Auftritte im Ausland oder welche Möglichkeiten sehen Sie für Deutschland und Frankreich? Ja, ich glaube, dass es in der Tat immer noch wichtig ist, die jüngeren Generationen anzusprechen. Und es sind Generationen, die mit der Friedensbotschaft zwar was anfangen können, aber für die jüngeren Bürger ist das alles selbstverständlich. Also wenn wir sagen, der Krieg ist vorbei, das haben wir geschafft, dann ist es schwierig, diese Leute anzusprechen. Und deswegen finde ich gut, neben diesen Bildern wie Oradour, die immer noch eine wichtige Rolle spielen werden, es ist gut, dass wir andere Bilder finden, dass wir andere Bilder schaffen. Und ein Bild oder andere Bilder könnten gemeinsame Auslandsreisen sein von den Chefs, also Präsident, Präsident, Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Das ist ja so, wenn man ins Ausland geht als Deutscher und Franzosen, da sieht man, was wir für einen langen Weg hinter uns haben. Und etwas, was uns heute als selbstverständlich erscheint, sprich Frieden und Zusammenarbeit im Alltag, wird plötzlich unter einem anderen Licht als etwas fast Fantastisches gesehen, weil da sieht man, das haben wir erreicht und das sieht man in einem Rahmen, wo eben diese Zusammenarbeit mit Spannungen oder mit Konflikten sogar begleitet wird oder gar nicht stattfindet. Ja. Alle Folgen der deutsch-französischen Aussöhnung bis 63 und dann grundgelegt mit dem Vertrag von 63 ist eigentlich unser bestes Exportmodell eigentlich für die Welt, nicht? Ja, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Das würde ich auch so sehen. Ja, ganz herzlichen Dank.